Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute mit meiner Want-to-Read-Liste für den März. Heute ist schon der 4. März. Ich bin ein bisschen spät dran, weil ich krank war, beziehungsweise auch noch bin. Und Entschuldigung, möchte euch jetzt aber gerne meine Liste halt vorstellen. Zum einen ist das das Buch, was ich schon seit dem 1. März lese, obwohl es nur 208 Seiten hat und ich komme einfach nicht voran. Und das Buch hat für mich immer noch keine Handlung, obwohl ich schon bei 60% bin. Das ist Rabenseele von Alexandra Coey. Ist im Bloomsbury Verlag diese Woche erschienen. Und hier geht es um eine Frau, die ihren Mann erschossen hat und jetzt nach der Haft wieder Fuß fassen will an der Kasse eines Supermarktes. Und mehr kann ich da auch noch gar nicht zu sagen, weil mehr ist wirklich noch nicht passiert. Und ja, ich bin trotzdem gespannt. Vielleicht kommt ja noch das dicke Ende. Mal sehen. Dann möchte ich Sonntag anfangen mit einer ganz lieben Abonnentin ein Buch zu lesen, mit der lieben Jenny. Und zwar Solange am Himmel Sterne stehen von Christine Hamel. Das lag bei uns beide auf dem Sub. Ich möchte es jetzt endlich lesen, weil mein Jahreshighlight 2015 das Nachfolgebuch von der Autorin war. Über uns der Himmel von Christine Hamel und bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Genau was darüber erzählen kann ich jetzt noch gar nicht. Ich weiß nur, dass Rose Alzheimer hat und sie bittet ihre Enkelin nach Frankreich zu reisen, um dort ihre Lebensgeschichte nachzuverfolgen. Und ja, ich bin schon mal sehr gespannt drauf. Dann habe ich als nächstes von meinem Sub Ein ganz neues Leben von Jojo Moyes. Auch wenn ich jetzt schon einige nicht ganz so gute Meinungen gehört habe, interessiert es mich doch, wie es mit Louisa Clark weitergeht. Und da bin ich schon gespannt drauf. Ist im Wunderlich Verlag erschienen, gab es ja leider nur als gebundene Ausgabe, hat dann 19,99 gekostet. Dann habe ich mir ein Buch von meinem Lovely Books Sub ausgesucht. Und zwar Tote Mädchen lügen nicht von Jay Asher. Ist im CBT Verlag erschienen, habe ich damals als Mängelexemplar bekommen. Und da bin ich auch schon gespannt drauf. Hier steht, man kann die Zukunft nicht stoppen, man kann die Zeit nicht zurückspulen. Doch wer auf Play drückt, erfährt die Wahrheit. Also das hört sich sehr interessant an. Ist ein Jugendthriller, würde ich mal sagen. Ist ja CBT Verlag. Und ja, bin ich auch schon gespannt drauf. Das ist auch nicht ganz so dick. An die 280 Seiten. Ich denke, das wird man wohl schnell lesen können. Dann habe ich von Nicole Neubauer Moorfeuer. Das ist der zweite Teil der Reihe. Oder beziehungsweise das zweite Buch der Autorin. Ob das jetzt eine Reihe ist, weiß ich gar nicht. Ist im Bian Valley Verlag erschienen und kostet 9,99 €. Und in diesem Buch geht es um eine Frau, die auf einem Scheiterhaufen in einem alten Moor verbrennt. Und sie trägt ein mysteriöses Amulett. Und die Mordkommission wird hinzugezogen und ja. Die einzige Spur führt sie zu einem verfallenen Bauernhaus. Ja, ich bin mal gespannt. Da habe ich schon gute Kritiken drüber gesehen und möchte da einfach meine eigene Meinung bilden. Dann ein Buch, wo ich das erste Buch der Autorin auch gelesen habe. Und zwar, das war ja Die Achse meiner Welt von Dani Atkins. Und jetzt ist ja erschienen Die Nacht schreibt uns neu. Ich habe jetzt eine Rezension gesehen. Ich glaube, MJ liest, heißt dein Kanal. Du hast das ja als Hörbuch gehört. Ich bin jetzt mal gespannt, weil deine Kritiken waren ja nicht schlecht, weil die Achse meiner Welt hatte mich ja damals ein bisschen enttäuscht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie mir dieses Buch gefällt. Und ja, mal sehen. Viel sagen kann ich zu den Büchern jetzt ja nichts, weil ich sie halt noch nicht gelesen habe. Dann habe ich ein Rezensionsexemplar. Das hatte ich mir angefragt, als ich gesehen habe, dass Natascha Beuth ein neues Buch rausbringt, weil mir Eversea ja so gut gefallen hatte.
Und zwar heißt das Deep Blue Eternity, ist wieder im Lux Verlag erschienen. Und hier steht: So stelle ich mir die Liebe vor. Blau und unendlich, klar, aber tief, sodass kein Mensch sie wirklich erreichen kann. Eine tiefe blaue Ewigkeit. Und hier geht es um Livy. Sie ist geflüchtet vor ihrer Familie, vor ihrer Vergangenheit und will jetzt Ruhe finden, die sie seit dem Tod der Schwester vor 6 Jahren nicht mehr gefunden hat. Und in dem alten Cottage ihrer Großmutter trifft sie dann auf einen jungen Mann und der auch auf der Flucht vor der Vergangenheit ist. Das hört sich schon mal sehr interessant an, wie ich finde. Und ich werde euch berichten. Dann habe ich mir ein Buch besorgt, wo ich auch eine sehr gute, intensive Kritik gelesen habe. Ist auch nicht so dick. Das hat 380 Seiten. Die geheime Sprache der Liebe von Mia Sheridan ist im Piper Verlag erschienen und kostet 9,99 €. Und das hörte sich auch sehr schön an und sehr interessant. Und das ist wohl so eine Liebesgeschichte, die sehr eindringlich geschrieben ist, so wie die Rezensentin das geschrieben hat. Da bin ich auch schon mal gespannt drauf. Dann wieder ein Thriller. Und zwar Eismädchen von Kate Rhodes. Das habe ich mir ja besorgt, nachdem ich bei vorablesen.de damals die Leseprobe gelesen habe, das Buch aber nicht gewonnen habe. Aber es ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben und deswegen wollte ich es jetzt auch gerne lesen. Hier geht es um einen Serienmörder, der Mädchen ermordet. Und ja, ich bin einfach mal gespannt. Ist im Ullstein Verlag erschienen für 9,99 €. Dann habe ich noch ein Rezensionsexemplar vom Bloggerportal. Und zwar Totengebet von Elisabeth Herrmann. Von der Autorin habe ich noch nichts gelesen. Hier geht es ja immer um den Anwalt Wernau. Und ich bin ja gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte, kann zwar leider in dem Beruf nicht mehr arbeiten, aber da interessiert es mich natürlich schon so von Anwälten zu lesen. Und hier geht es halt auch um einen Mord. Und ja, da wird sogar der Anwalt verdächtigt, einen Juden umgebracht zu haben. Und ja, bin ich schon mal gespannt drauf. Ist im Goldmann Verlag erschienen für 9,99 €. Entschuldigung. Und dann ist mir unangefragt ein Buch zugeschickt worden, wo ich etwas zwiegespalten bin, weil das Vorgängerbuch der Autorin war der Flop des Jahres 2015 für mich. Da hatte ich mir so viel von versprochen und war hinterher so enttäuscht. Und zwar geht es um die Schriftstellerin Mairi McFarlane und das Buch heißt Es muss wohl an dir liegen. Das hat MJ Liest, glaube ich, auch jetzt gelesen. Ich weiß deinen Vornamen jetzt leider gar nicht. Und ja, es hat auch nicht gerade wenig Seiten, 500 Seiten. Dann ist es natürlich blöd, wenn das wieder der Flop des Jahres 2016 dann wird. Aber dann weiß ich wenigstens, dass ich von der Autorin die Finger lassen sollte. Wie viele Schmetterlinge passen in einen Bauch? Die Lia ist sich sicher, Paul ist der Mann ihres Lebens. Doch Paul sieht das ein bisschen anders. Hört sich ja eigentlich sehr interessant an. Und ich werde der Autorin einfach nur eine Chance geben. Ist im Knauer Verlag erschienen für 10,99 €. Und das sind die 11 Bücher, die ich mir jetzt so fest vorgenommen habe. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen mehr schaffe. Mal schauen, wenn es jetzt so weitergeht, wie der Anfang des Monats, dann sieht das schlecht aus. Aber die Wochenenden sind bei mir eigentlich immer recht stark. Da liegt jetzt die nächsten Wochen auch so nichts an. Und ich hoffe, meine Stimme war jetzt nicht zu hinderlich, da ich auch gerne vielleicht heute noch den Lesemonat abdrehen möchte. Und würde mich wieder über Kommentare freuen, wenn ihr eins der Bücher kennt oder die auch noch lesen möchtet. Diesmal sind ja viele Neuerscheinungen dabei. Würde mich wieder sehr über Reaktionen von euch freuen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!